Hallo, liebe Outdoor-Freunde. Heute befinden wir uns in Bad Dürkheim. Das liegt in der wunderschönen Pfalz und wir sind hier auf dem Wurstmarktplatz. Dort findet einmal im Jahr das größte Weinfest der Welt statt. So, und hier ist jetzt das Dürkheimer Weinfass. Das ist nämlich auf diesem Wurstmarktplatz. Das ist das größte der Welt, das ist 15 Meter lang und es wurde 1934 von Fritz Keller errichtet. Es war damals schon geplant als Gaststätte und es wurde aus Fichtenholz gezimmert. Dieses Weinfass wurde im Liegen erstellt, direkt, und es sollte ein besonderes Denkmal für den Wein sein. Wenn du dich jetzt um 180 Grad drehst, dann läufst du direkt auf das Gradierwerk zu. Das wurde 1945 errichtet zur Salzgewinnung. Und dieses Gradierwerk, das reicht bis zur keltischen Zeit zurück. Und seit dem 19. Jahrhundert wird das Bauwerk zu Kurzwecken genutzt, als Freiluftinhalatorium. Das heißt, wenn du mal Probleme mit der Luft hast, dann ist das genau der richtige Ort. Da wirst du was für deine Atemwege tun. Oberhalb auf dem Berg, da siehst du eine kleine Kapelle auf dem Michaelsberg. Und diese Kirche hat den Ursprung des Wurstmarktes gebildet. Denn wer an der Kapelle am Michaelistag betete, erhielt 100 Tage Ablass. Und so entstand das größte Weinfest der Welt, einfach durch die Wallfahrt, weil die ganzen Leute, die zur Wallfahrt gekommen sind, ja dann verköstigt werden mussten. Und die Kapelle steht seitdem weit sichtbar in einer der ältesten Weinlagen Deutschlands. Und wenn du auf Bad Dürkheim zugefahren bist, von der Autobahn kommt, dann ist das wahrscheinlich eins der ersten Dinge, die du von Bad Dürkheim gesehen hast. Wenn du dir den Spaß machst und einmal um den Kreisel drumherum fährst, dann siehst du auch die Uhr, die die Zeit abzählt, wie lange es noch dauert, bis der nächste Wurstmarkt ist. Der Wurstmarkt ist dieses große Weinfest, für alle, die sich damit nicht auskennen. Und die Uhr entstand bei einem Film, der in der Pfalz gedreht wurde. Nämlich dem Film Pfälzisch im Abgang. Jeder, der diesen Film noch nicht gesehen hat, ich kann ihn empfehlen, der sich dann auch für den Pfälzer Dialekt, der da noch mehr nach seinem Urlaub von hören möchte, dem kann ich diese Serie oder diese Filmreihe sehr ans Herz legen, falls du dich für Flohmärkte interessierst. Fast jeden Samstag, wenn nicht sogar jeden Samstag, ist der Flohmarkt direkt hinter den Salinen. Ich wünsche dir jetzt eine ganz tolle Zeit in Bad Dürkheim. Bad Dürkheim ist immer eine Reise wert. Und über deine Kommentare würde ich mich riesig freuen. Falls es dir gefallen hat, lass mir doch einen Daumen nach oben da und gerne auch ein Abo. Bis dann. Tschüss.